Damit ein herzliches Willkommen hier Sandford zu unserer F123 mit Teamkarriere mit Audi Season 4 und wir sind hier in Niederlande. Es ist eine Bergauf-Bergab-Strecke, mega schwierig und ich bin heute echt gespannt, wo wir am Ende landen werden. Wir haben auch einen neuen Teamkollegen, falls ihr das nicht mitbekommen habt, guckt gerne ins letzte Video, habe ich euch oben rechts verlinkt oder auch in der Playlist. Hier haben wir Sandford, 4,2 Kilometer, 14 Kurven. Und lediglich eine, nein, es sind zwei DS-Zonen, aber die eine bringt eigentlich kaum was. Und ja, wie gesagt, falls ihr dann gleich dabei seid, würde ich mich auch gerne über ein kostenloses Abo unten da mich oben freuen. Schaut auch gerne auf Social Media vorbei, wie immer alles unten verlinkt, TikTok und auch Instagram. Let's go, letzte Kurve raus, TSC Mittel, selbst schalten, selbst bremsen und auch KI 95. Außer hier haben wir KI 90, denn es war mir einfach zu schwierig. Jetzt geht's aber mal los, ab in die Final Lap. 2 Minuten sind's zu gehen. Eine meiner absoluten Lieblingskurven, die Steilkurve Turn 3 hier in Sandford. Jack Doohan macht eigentlich gut Platz hier, aber wir sind halt jetzt echt in ein dummes Fenster reingeraten, denn es sind halt alles die Leute, die jetzt zu ihrer schnellen Runde aufbrechen und wir sind halt da jetzt schon mittendrin. 13. konnten wir im ersten Sektor finden und das bringt uns aktuell, muss uns aktuell viel bringen, wo beim Rausbeschleunigen hier richtig quer gestanden. Ich konnte auf das gesamte Wochenende kein Setup finden, mit dem ich mich mit dem Auto auf dieser Strecke richtig wohlfühle, weswegen das ja echt ein bisschen holprig in manchen Kurven aussieht und auch unten links hat das ein cooles Muster, auch ein paar Meter aufgeteilt, haben wir hier echt viele verschiedene Autofarben, 6/10 mit einem Konten-Cutter, der keine Strafe gekostet hat, freut mich auf jeden Fall. Letzte Kurve rausbeschleunigen und das sitzt 6/10 im Delta, es wird keine Pole werden, da bin ich mir nahezu sicher, aber die Zeiten sind krass hier. Die Startaufstellung für das heutige Rennen zu werfen. Dank einer unglaublichen Runde im gestrigen Qualifying startet Lewis Hamilton von der Pole Position. Direkt vor George Russell, der das Rennen von Platz 2 aus startet. Und hier die restliche Startaufstellung heute. Leclerc, Sainz. Perez, Albon. Verstappen, der Wissenschaftler. Bottas, Stroll. Gasly, Ocon. Oscar Piastri, Theo Pourchaire, Tsunoda, Doohan, Drugovic, Joe, Magnussen, Sargent, Liam Lawson und eine doppelte Alpha Tauri. Und jetzt wird's Zeit zur Strecke zu schalten. Doppelte Alpha Tauri letzte Reihe, aber jetzt geht's mal los hier. Alexander Albon startet direkt vor an 6. Platz, hat uns im ersten Qualifying ausqualifiziert. Gute Leistung, aber das ist natürlich das erste Mal, dass das einem Teamkollegen gelingt. Jetzt geht's Ole Rose in Richtung Turn 1 und Albon hält da richtig drauf, Lewis Hamilton und auch George Russell. Ich muss hier auf diesen Körper auswirken. Beide sind hier richtig in Bedrängnis gekommen. Unser Motor hat ein bisschen, Manko. Wir sind schon bei über 60%, dass wir doch im Rennen auf, denke ich mal, 75, vielleicht sogar 80 gehen. Hier im Windschatten reicht aber nicht und mein Auto ist einfach zu langsam auf der Geraden. Albon schießt hier vorbei, beide Mercedes hatte da direkt überholt. Was für ein kranker Start von dem Thailänder. Da freue ich mich natürlich und ich glaube, mit ihm kann ich auch große Hoffnungen hegen, zumindest auf Top 2 oder Top 3 Plätze in der Konstrukteurs-WM. Denn wenn der heute schon so flott mit vorne arbeitet, der ist jetzt schon 2. Platz und wir, ich muss mich da echt strecken, um überhaupt da dran zu kommen. Wir haben natürlich komplett andere Verhältnisse. Mein Auto zum Beispiel hat abgenutzte Komponenten. Wir werden erst nächstes Rennen alles einmal komplett austauschen, gibt immer noch keine Strafen, da bin ich auch froh drüber, dass die Zuverlässigkeit echt von dem Audi so hardcore gestiegen ist und die fahren da echt sehr schnell und kommen da auch gut raus. Natürlich gibt sich da jeder gegenseitig Windschatten, was uns natürlich jetzt nicht hilft, also das ist natürlich ganz dumm, denn ich bekomme ja als erster wenig Windschatten. Hier gucken wir uns noch einmal den Start an, ich bin das zweite grün-orangene Auto, mein Start war auch generell etwas schwächer als der von dem anderen. Purus wollte mich da ein bisschen auf die Seite drängen, da konnte ich mich aber wehren. Und ja, innen, da bin ich über den Abweiser drüber gekommen, also auf diesen Abweiser von der Boxenausfahrt. Und ja, das war dann halt wirklich sehr rutschig da. Beide Red Bull aber mal hinter uns. Es hat sich ein größeres Loch aufgetan und das bereits in Runde Nummer 4. Mein Motor ist doch schwächer, als ich mir das gedacht hätte. Oder auch meine Leistung auf dieser Strecke. Es ist hardcore, hier bei der Konkurrenz dran zu bleiben. Die ziehen da vorne weg und ich muss so ein bisschen Unsportsmann machen. Ich muss so ein bisschen das Bremsklötzchen hier machen. 5. Platz wäre auch toll, aber wenn ich sehe,
was da wirklich im Auto drinsteckt. Ich denke mal, Albon kämpft jetzt bereits um den ersten Platz und Halleluja, da war ein richtiger Quersteher drinnen. Ich mag dieses Handling nicht. Ich glaube auch, dass das Setup absolut nicht passend ist. Und ja, so ist es dann halt wirklich heute extrem schwierig, Top-Leistung zu bringen mit ihrem Auto, was dich ja am Rand der Verzweiflung bringt. Aber ich möchte euch das natürlich nicht vorenthalten. Es ist dennoch ein Weltmeisterschaftsrennen und wir können dennoch hier wertvolle Punkte mitnehmen für die Konstrukteurs-WM, aber natürlich auch für meine Weltmeisterschaft. Denn wenn ich mit einer Nullnummer hier rausgehe, wäre das natürlich noch viel schlimmer. Hier zieht jetzt mal Max vorbei, aber wir haben natürlich die Innenseite und da können wir noch kontern. Das ist, ja, glaube ich, verständlich, dass wir da auch nicht irgendwie kampflos den Platz hergeben. Und vorne natürlich mit jedem Fight rückt so ein bisschen, oder fallen wir so ein bisschen weiter zurück. Und ja, was der McLaren da genau getan hat, weiß ich nicht, aber der ist sehr weit hinten. Apropos sehr weit, ja, die Leute vor mir haben sich hier in der 8. Runde bereits auf über 11 Sekunden abgesetzt. Die fahren in einer komplett eigenen Liga. Und ja, mein Neuzugang fährt da vorne mit. Ich muss mich hier wirklich abbrecken mit dem Mercedes, mit den beiden Red Bulls und auch mit McLaren und so weiter. Und der fährt da vorne like Smooth Operator und hat da den Spaß vermutlich seines Lebens, weil er wieder einmal ein Auto unter seinem Hintern hat, was halt einfach, ja, top Job bringt und mit dem er einfach mal siegen kann. Das gönne ich Albon eigentlich auch. Ja, die Reifen sind jetzt schon männlich durch. Vielleicht hätte ich auch mit der Strategie was anders probieren sollen. Aber wer hätte auch gedacht, dass das Rennen so komisch wird. Also ich muss viel, viel verteidigen, kann kaum irgendwie einmal ruhig irgendwie Gas geben. Ja, jetzt mal eine Sekunde draußen, aber nach ein paar Kurven, weil eben auch die Reifen schon sehr, sehr lidiert sind, muss ich dann direkt wieder nachgeben, muss wieder, ja, kontern, verteidigen und das ist dann wirklich sehr, sehr mühsam. Es ist auch anstrengend, so ein Rennen, denn du musst halt wirklich, darfst keinen Fehler machen, musst aufpassen. Wenn ich da von vorn wegfahre, natürlich kann, darf ich da vorne auch keinen Fehler machen. Aber wenn du so einen Rutscher hast, irgendwie, ja, du kannst es ein bisschen kaschieren, indem du dann halt abdeckst. Es ist halt gut, dass ich diese Probleme in Zandvoort habe, denn hier kann man so gut wie nicht überholen. Ihr wisst ja, es gibt nur Startziel, wo man relativ überholen kann. Auch da ist es nicht so. Jetzt haben wir nur ein paar Zehntel verloren. Also das war eine gute Runde. Ich habe auch echt viel Zeit auf Perez aufgeholt. Aber vor allem ist natürlich jetzt auch so ein bisschen die Degradation. Die Reifen ist jetzt abgenutzt. Und jetzt heißt es dann natürlich, dass du, ja, der jetzt mit diesen abgenutzten Reifen besser zurechtkommt, hat er wirklich die besseren Karten. Wir holen doch allmählich ein bisschen auf Russell auf. Aber wenn man von 13 Sekunden spricht, ist das dann natürlich echt eher aufholen, ja, du machst zwar ein paar Zehntel gut, aber natürlich, wenn die dann wieder im DRS-Fenster sind und so weiter, ich glaube auch, die sind im Fight nicht mal ein zwei Zehntel trennen, die jetzt drei, aber das ist wirklich ganz, ganz minimal, was die Jungs da trennt. Jetzt hat Leclerc Perez überholt, weswegen auch vermutlich sich da fast ein 2-Sekunden-Fenster aufgetan hat. Unterscheidet jemand aus, das ist ein Alpine, oder? Ist das ein Alpine? Ich weiß nicht. Kann auch ein Williams sein. Ist mir ehrlich gesagt, ja, Logan war es, es war ein Williams. Und ja, wir müssen jetzt auf jeden Fall, oder ich muss mir jetzt mal klar werden, 25 Runden ist eine lange Distanz. Wir haben jetzt 10 Runden hinter uns. Ja, halten die gelben Reifen, halten die 15 Runden aus? Das ist die große Frage. Und meine klare Antwort, ich denke mal eher nicht. Also, dass die 15 Runden aushalten, da glaube ich wirklich nicht dran. Ich werde probieren, so 13. Runde reinzukommen. Das, glaube ich, wäre relativ logisch. Und jetzt ist es auch soweit, 12. Runde gehen wir rein, denn ich reagiere auf Albon und auch auf Hamilton. Die beiden gehen jetzt auch rein. Ich will nicht, dass diese Kluft zu den Jungs da vorne noch größer wird, auch wenn ich da heute wirklich chancenlos bin gegen meinen neuen Teamkollegen. Ich finde es natürlich auch toll, er ist eine neue Herausforderung für unser Team. Yo, okay, ihr seid aber sehr spät rausgekommen und da geht's raus. Wir sind jetzt auf den 11. Platz zurückgefallen, 12. pardon. Jack Doohan, dann wäre es das Lawson, ist das, sorry. Ja, Lawson ist jetzt vor uns. Das Gute ist, wir haben hinter uns, yo, du bleibst da hinten bitte. Wir haben jetzt hinter uns, Gott sei Dank, einen Buffer mit Bottas, der war früher drinnen. Der wollte sozusagen den Undercut gegen uns machen, auch Max war schon drinnen. Das ist vermutlich das viel Bittere, denn er war eine Runde bevor wir drin waren in der Box und ist jetzt fast 5 Sekunden vorne. Schaffen wir den noch aufzuholen?
Ja, nach der Pace, die ich im ersten Stint gesehen habe, denke ich mal eher nicht, aber da müssen wir jetzt auch mal gucken. Jetzt hier an Liam Lawson, bisschen über den Curb drüber und wir gehen hier an Lawson vorbei. Das ist jetzt Platz Nummer 11. Und apropos Platz Nummer 11, wir holen allmählich auf, jetzt sind schon 6 Zehntel, die über Max Verstappen gut gemacht haben. Auch Checo muss jetzt in die Box reingehen, hat seinen Stint noch länger rausgezogen wie wir und hat dadurch auch natürlich noch mehr Plätze verloren. 5,1, jetzt war Max wieder schnell, ich glaube, der hat doch DS von Jack Doohan bekommen, der auch in die Box abgebogen ist in der gleichen Runde. Ja, Bottas hinter uns, 2 Sekunden, das ist natürlich mal gut, wenn du keinen Druck von hinten bekommst, da kann ich auch endlich mal ein bisschen Richtung Vordermarsch gehen, aber ja, das Rennen bzw. so ein bisschen die Hoffnung aufs Podium ist eigentlich komplett davon. Da bin ich mir eigentlich auch fast sicher, dass der Abstand zu Russell und den anderen immer größer werden wird und nicht kleiner werden wird. Aber da mache ich mir jetzt auch keinen irgendwie Kopf draus. Wir sind komplett andere Rennen gefahren. Ich hatte am Anfang die Probleme, gerade der erste Stint war etwas schwächer. Jetzt der zweite, da funktioniert es eigentlich gut. Hier gucken wir noch einmal Runde Nummer 4. Und da zieht das erste Mal Max Verstappen vorbei. Wir können hier in Turn 1 noch einmal kontern. Mit einem späten Bremsmanöver geht's da rein. Und ja, Runde 5. Jetzt geht's in die erste Kurve und der Abstand hat sich halbiert. Wir sind nur noch 1,3 Sekunden hinter Max Verstappen. Die Fans würden mich dafür hassen, da bin ich mir fast sicher, wenn uns das noch gelingt. Für mich wäre es, glaube ich, der Höhepunkt des Rennens, denn bis jetzt mussten wir wirklich nur verteidigen. Vielleicht dürfen wir da tatsächlich noch Max überholen oder können da immerhin noch den Fans ein bisschen Show bieten. Auch wenn ich echt ein bisschen enttäuscht von meiner Leistung und unheimlich stolz auf die Leistung von Albon bin. Der holt da im ersten Rennen bei Audi seinen ersten Grand Prix-Sieg. Und das natürlich auch noch, ja, das sind wertvolle Punkte in der Konstrukteurs-WM. Auch wenn ich so ein bisschen heute runterzieher bin, weil Mercedes wird wieder viele Punkte holen mit dem zweiten und dritten Platz. Mit dem dritten und vierten Platz holen die vermutlich ja sogar ein bisschen mehr Punkte. Dritter, vierter Platz sind 15 und 12, das heißt, die holen 15 und 12 sind 27. Gut, da holen wir locker mehr. Da holen wir mehr jetzt im Windschatten. Saugen wir uns jetzt schon mal dran an Max Verstappen. Wir signalisieren im Arch, immer ins Gras in vor Tür 1. Ich habe so ein bisschen die Angewöhnung, so ein bisschen rauszufahren, mehr Schwung mitzunehmen, aber das ist halt in Zandvoort nicht so einfach. Überall ist Sand, überall ist Gras und überall ist dann direkt, ja, die Auslaufzone oder beziehungsweise dann direkt hinter der Auslaufzone die Mauer. Jetzt aber sind wir easy im DS-Fenster zu Max Verstappen drinnen. Es geht in die lange Rechtskurve, da saugen wir uns dran, bleiben auch am gleichen Niveau vom Abstand her. Jetzt, das ist meine absolute Hasskurve, diese Kombination hier. Ihr seht es auch, ich komme hier immer so schwach raus und dann hier, der Exit muss sitzen, Leute, der muss sitzen. Der sitzt! Wir sind auf unter 4 Zehntel dran gekommen. Im Windschatten hier saugen wir uns jetzt dran. Jetzt noch einmal diese Kieskurve ordentlich schaffen. Leicht andere Linie als Max gefahren. Jetzt geht es in die Doppelrechtskurve. Da gibt es jetzt schon die DRS in der Mitte. Das aktivieren wir jetzt mal. Im Windschatten saugen wir uns an der Stellenmauer an Max Verstappen dran und ziehen rechts vorbei. Die Fans werden mich dafür unfassbar hassen. Aber wir überholen hier Max Verstappen an seinem Heimrennen an seiner Heimstrecke vor seinem Publikum. Das ist natürlich toll für uns. Wir holen uns somit unseren alten fünften Platz zurück, aber ja, Verstappen wird das auf jeden Fall wurmen, dass er da den Platz noch einmal verloren hat. Hier gucken wir uns noch einmal an die Boxenausfahrt. Da kommt dann der McLaren, sollte jetzt auch bald hier vorbeikommen. Genau, das ist Bottas. Aber zu meiner Verteidigung, wir waren eigentlich vorne. Also ich war hier direkt vor ihm. Und ja, das hat dann auch Bottas eingesehen, auch in der Kurve, glaube ich, da kannst du auch nicht irgendwie zu zweit reingehen. Da waren wir vorne, Jack Doohan, nein, das ist Lawson, was ich immer mit dem scheiß Doohan habe. Sorry an Doohan-Fans, aber ja, es war natürlich Lawson, den wir hier überholt haben. Ja, da komme ich wieder weit ins Gras. Es ist halt generell auch, ich traue mich an dieser Strecke nicht an oder über meine Limits zu gehen. Also über die Limits bin ich, glaube ich, eh generell immer auf dieser Strecke, aber ja,
Hier jetzt noch einmal gucken wir uns das Overtake an. Aus der letzten Kurve raus. Das DRS, der DRS-Effekt ist unfassbar geil. Und so spannend hier bis zu Turn 1 konnte Max eigentlich mithalten. Da kommt es fast zur Berührung. Rad an Rad in Turn 1 rein. Wie oldschool. Sehr, sehr genial. 25. Runde mittlerweile. Ja, Charles ist nochmal dran gekommen. Max, ich konnte mir ja weitestgehend hinten halten. Aber Verstappen wurde jetzt auch noch von Leclerc überholt. Und gerade Leclerc, der macht jetzt ordentlich Druck. 20 Sekunden auf die Leute vor uns. Ich glaube auch jetzt ist Sainz sein weißer Reifen ja besser eigentlich wie unser gelber Reifen. Aber wir hatten eh das ganze Rennen über keine Chance. Albon kurft jetzt aus der letzten Kurve raus und wird in 3, 2, 1 über die Ziellinie fahren. Albon gewinnt sein erstes Rennen im ersten Rennen für Audi. Das ist ja mal eine Erfolgsgeschichte. Hoffentlich geht's weiter. So, mit ihm, da freue ich mich wirklich auch schon auf Monza, auf Singapur, dann auch später auf Katar. Da bin ich echt gespannt, wie die letzten paar Rennen für die Season laufen werden. Wie weit kann er sich noch vorkämpfen? Jetzt kommt noch einmal Charles Leclerc hier dran. Wir müssen ganz, ganz abdecken. Es geht ran. Wer hat jetzt gewonnen? Wer hat den fünften Platz eingestreift? Wer hat den fünften? Wir haben ihn bekommen. Yes, Leute, yes. Immerhin der fünfte Platz. Ich brauche mich eigentlich nicht so richtig freuen, denn es ist eher Schadensbegrenzung als ja Freude hier. Vom 8 auf 5. Es ist eigentlich schon im Qualifying ein bisschen verloren gewesen. Albon mag anscheinend Sanford. Er gewinnt auch hier. Verdient. Gucken wir uns die Siegerehrung an. Aber das Durchhalten hat sich bezahlt gemacht und zum Sieg geführt. Stefan, wie konnten Sie heute deiner Meinung nach so ein unglaubliches Resultat liefern? Ich denke, die Konstanz war heute der Schlüssel zum Erfolg. Schnell sein ist eine gute Sache, aber du musst eben Runde für Runde für Runde schnell sein. Wenn du das schaffst, kannst du von den Fehlern anderer Fahrer profitieren, falls du selber keine machst und so weit nach vorne ins Feld fahren. Also mich hat dieses spektakuläre Rennen schon ziemlich ausgelaugt. Aber ich bin mir sicher, dass die Fahrer darüber nur lachen können. Sie haben richtig hart gearbeitet, um heute hier stehen zu können. Und es ist schön zu sehen, dass es sich für sie gelohnt hat. So Leute, und das war das Podium, so verdient wirklich, also dieser Alexander Albon, wenn der seine Performance bis zum Schluss aufrechthalten kann, da freue ich mich echt wirklich drauf, da könnten wir das erste Mal tatsächlich eine Chance auf den Konstrukteurstitel haben, das erste Mal, hier ist die Hoffnung am Leben. 1.9.2, 1.9.5, ja, die Zeiten waren eigentlich ähnlich, nur ich hatte so viele Probleme mit am Anfang Traktion finden, dann gegen die KI. Albon springt da direkt in die Top 10 rein, aber nimmt auch ein paar Punkte mit vom Haas-Team. In der Konstrukteurs-WM sind wir jetzt bereits zweiter Platz. Weltmeisterschaft mussten wir ein bisschen einstecken. 33 Punkte jetzt noch immer noch vorne. Wenn ihr fragt, warum sind so viele? Einerseits natürlich mal durch das unfassbare Rennen in Silverstone und Spielberg. Könnt ihr euch gerne oben rechts angucken, aber auch Belgien war sehr erfolgreich und die Konkurrenz eher chancenlos dagegen uns. Das Auto ist jetzt schon das drittbeste in der Liste, aber wir können auch nichts mehr upgraden. Ja, Qualifying-Ergebnis mindestens für okay. Es war hier ein schwaches Wochenende für mich, aber da freue ich mich ehrlich gesagt, dass wir jetzt so einen starken Mann an Bord haben. Wir nehmen 35 Punkte als Team mit bei Massa. Bei keinem noch war das wirklich so stark wie von Alexander Albon jetzt. Den Motor müssen wir, glaube ich, auch austauschen, aber noch ohne Strafen. Wir haben noch eine Compound dann bei allen Plätzen über. Das freut mich, denn somit können wir auch noch einmal, ich denke mal, Brasilien wird dann das nächste Mal sein oder Texas, keine Ahnung. Und ja, vermutlich dann eventuell noch einmal mit Strafen oder so, ich weiß nicht genau. Aber 16 Rennen sind einfach perfekt für sowas. Für heute soll es mal gewesen sein. Abonniert gern kostenlos den Channel. Schaut auch unbedingt gern auf Instagram, IT-Gaming und auch unbedingt gerne auf meinem TikTok-Account, it's-tobi vorbei. Links sind wir alle unten in der Bio. Vielen Dank für euren Support. Bis zum nächsten Mal und ciao.